gehört schon dazu. Das gehört dazu. Es ist japanisches Trommeln. Und die Japaner haben ja nun mal ein anderes Outfit als wir Europäer. Okay, und das, für das richtige Feeling muss auf jeden Fall diese Montur auch sein. Das macht ihr immer, auch wenn ihr übt oder probt? Nein, wir proben natürlich, weil es eben auch Sport ist in Sportkleidung, aber für die Auftritte soll es natürlich schon ein bisschen echter wirken. Ja, sieht super aus. Wadaiko steht eben für japanisches Trommeln, haben wir schon gesagt. Was ist das Besondere daran? Ja, es ist eine alte japanische Tradition und es verbindet den Körper mit dem Geist. Und quasi ist es eine Mischung aus Sport, aus Musik, aus Rhythmus, aus Energie und Faszination und jede Menge Spaß. Okay, und bestimmt wird es gleich ein paar Fans von euch geben, deswegen die Frage vorweg, wo kann man das hier lernen im Kreis Heinsberg? Also wir sind in Heinsberg-Kirchhofen ansässig und proben auch da, können uns gerne ansprechen. Okay, also jetzt sind wir gespannt, wollen nicht länger drüber reden, sondern wollen es erfahren, wollen es fühlen, wollen es spüren. Bitteschön, hier sind Wadaiko Rosenstrauch. Thank you.
Wadakuru Rosenstrauch, meine Damen und Herren. Applaus.